Das Streben nach Zielen wie einem neuen Zuhause, Gewichtsreduktion oder einem Berufswechsel führt oft zu der Annahme, dass diese äußeren Dinge zentral für unser Leben sind. Tatsächlich liegt der wahre Fokus jedoch auf deinem inneren Zustand. Materielle Dinge sind Hilfsmittel, die dein Leben bereichern, aber sie sind nicht das, was du letztlich erschaffst. Dein Sein und deine innere Entwicklung stehen im Mittelpunkt. Um klar zu definieren, was du erreichen möchtest, ist es wichtig, sich bewusst zu werden, wie du dich fühlen und sein möchtest. Ein Künstler erfährt oft nur kurz Freude an seinem vollendeten Werk, während die wahre Erfüllung im kreativen Prozess selbst liegt. Ähnlich bist du der Schöpfer deiner eigenen Realität. Das, was du erlebst, ist das Ergebnis deiner Gedanken und Einstellungen. Als Schöpfer kannst du die Energie des Universums lenken. Durch dein inneres Verständnis erfährst du Wachstum und Freude. Es ist entscheidend, aktiv nach deinem eigenen Glück zu streben, denn nur so kannst du auch anderen positive Erfahrungen vermitteln. Der Akt des Erschaffens geschieht im gegenwärtigen Moment. Du kannst nicht auf einen späteren Zeitpunkt warten, um zu schaffen. Selbst in schwierigen Zeiten bleibst du im Prozess des Schaffens aktiv, da jeder Gedanke und jede Emotion einen Einfluss auf deine Realität hat. Auch in Krisen bist du kreativ und jede Erfahrung trägt zur Gestaltung deines Lebens bei. Die Annahme, dass du mit dem Schaffen warten kannst, bis es dir besser geht, ist irreführend. Du bist jederzeit am Erschaffen, unabhängig von deinem emotionalen Zustand. Negative Gefühle können dich manchmal festhalten, aber du hast die Macht, diese Gedanken aktiv zu verändern und so eine neue Realität zu gestalten. Dein innerer Zustand beeinflusst die Richtung deiner Schaffung und es liegt an dir, die positive Gestaltung deiner Realität bewusst zu verfolgen. Viele übersehen, dass der Großteil unseres Schaffens durch Gedanken und Gefühle geschieht. Wenn du einen Tag lang nichts tust und einfach nur nachdenkst, könnte es dir scheinen, als würdest du nichts bewirken. Doch das Gegenteil ist der Fall. Innere Zustände beeinflussen deine Realität viel stärker als äußere Handlungen. Handlungen erhalten ihren Wert durch bewusste Intention. Oft handeln Menschen impulsiv, ohne sich ihrer übergeordneten Ziele bewusst zu sein. Diese Ziele, Freiheit, Wachstum und Freude, sind entscheidend für dein Sein. Um herauszufinden, ob eine Handlung diese Werte unterstützt, ist es sinnvoll, einen Moment innezuhalten und zu reflektieren, bevor du aktiv wirst. Das Verständnis, dass es nicht primär die Handlungen sind, die dein Leben prägen, sondern deine inneren Gefühle, ist essentiell. Auch wenn Handlungen einen Einfluss haben, solltest du zuerst ergründen, wie du dich fühlen möchtest. Diese Klarheit ermöglicht es dir, zu definieren, was du anstrebst und welche Schritte du unternehmen kannst, um dies zu erreichen. Das Prinzip Sein, Haben, Tun stellt die Reihenfolge klar. Beginne mit deinem inneren Zustand, bevor du dir über deine Handlungen Gedanken machst. Deine Erfahrungen und die Dinge, die du anziehst, basieren auf dem Gleichgewicht deiner Gedanken und Gefühle. Unterstützen diese deine Lebensqualität, wird dein Leben den gewünschten Verlauf nehmen. Im Gegensatz dazu, wenn deine Gedanken und Handlungen negative Emotionen hervorrufen, wird dein Leben wahrscheinlich nicht den gewünschten Standard erreichen. Die innere Ausrichtung spielt eine entscheidende Rolle dabei, positive Erfahrungen anzuziehen und ein erfülltes Leben zu gestalten. Oft handeln Menschen impulsiv und reflektieren erst danach über die emotionalen Auswirkungen ihrer Handlungen. Obwohl viele glauben, dass ihre Taten der Schlüssel zu Erfolg sind, liegt der wahre Fokus auf dem inneren Zustand. Indem du zuerst festlegst, wie du dich fühlen möchtest, kannst du Handlungen entwickeln, die mit diesem Zustand harmonieren. Der Ansatz Sein, um zu handeln, ist dabei effektiver als Handeln, um zu sein. Handlungen, die aus negativen Emotionen heraus erfolgen, können kontraproduktiv sein und deinen Fortschritt behindern. Wenn du aus Angst handelst, wie etwa beim Streben nach finanzieller Sicherheit, verstärkst du oft einen negativen emotionalen Zustand.
Stattdessen ist es wichtig, deine wahren Wünsche zu klären, um ein Gefühl von Freiheit zu entwickeln. Das Fokussieren auf positive Gefühle zieht die richtigen Handlungen nach sich und führt zu einem besseren emotionalen Zustand. Die meisten Menschen erkennen erst nachträglich, wie ihre Handlungen ihre Emotionen beeinflussen. Emotionen sind jedoch der Schlüssel zu den Erfahrungen, die wir anziehen. Ein Beispiel dafür ist ein Mann, der hart arbeitet, um finanziellen Mangel zu überwinden. Seine Anstrengungen können zu Frustration führen und den Mangel verstärken. Um erfolgreich zu sein, ist es entscheidend, sich zuerst erfolgreich zu fühlen. Wenn du Wohlstand anstrebst, musst du dich bereits reich fühlen. Indem du deinen Fokus auf das legst, was du bereits besitzt, kannst du ein Gefühl des Überflusses entwickeln. Ein Mann, der sich auf sein aktuelles Vermögen konzentriert, zieht Gelegenheiten an, sein Vermögen zu vergrößern. Eine junge Frau, die einen gesunden, schönen Körper wünscht, sollte sich auf die positiven Aspekte ihres Körpers konzentrieren. Indem sie sich selbst wertschätzt und das Gute in sich sieht, kann sie sich allmählich in die Person verwandeln, die sie sein möchte. Deine Selbstwahrnehmung wird stark durch die Meinungen anderer beeinflusst. Es ist daher wichtig, dich mit Menschen zu umgeben, die das Positive in dir sehen, anstatt mit denen, die dich negativ beurteilen. Dennoch sollte deine eigene Meinung über dich selbst die wichtigste sein. Wenn du lernst, dich selbst zu schätzen und zu lieben, wirst du nicht nur positive Erfahrungen anziehen, sondern auch anderen helfen, dasselbe zu tun. Selbstliebe ist kein Egoismus, sondern die Grundlage, um Liebe weitergeben zu können. Du kannst nur das geben, was du selbst besitzt. Dein emotionaler Zustand formt die Realität, die du erlebst. Wenn du das Gefühl hast, dass Handlungen der Schlüssel zu Erfolg sind, übersiehst du möglicherweise, dass deine innere Haltung von größerer Bedeutung ist. Eine weite Perspektive zeigt, dass Emotionen und Handlungen untrennbar miteinander verknüpft sind. Viele Menschen bemühen sich, ihre Ziele zu erreichen, doch oft scheitern sie, weil ihre Handlungen nicht im Einklang mit ihren Gefühlen stehen. Der wahre Erfolg kommt dann, wenn deine Taten von einem positiven inneren Zustand getragen werden. Handlungen, die aus einem Gefühl der Fülle und Klarheit entstehen, bringen Freude und Erfüllung. Im Gegensatz dazu führen Handlungen, die von Mangeldenken oder Angst motiviert sind, oft zu Enttäuschungen. Das Leben folgt dem Prinzip, dass ein unglücklicher Ausgangspunkt nicht zu positiven Resultaten führen kann. Häufig versuchen Arbeitgeber, Eltern oder Lehrer, andere durch negative Konsequenzen zu motivieren. Doch indem man sich auf Defizite fokussiert, verstärkt man diese nur. Wahre Gesundheit, Sicherheit und Erfolg hängen nicht von äußeren Umständen ab. Krankheiten und negative Erfahrungen sind oft das Ergebnis unserer Gedanken und Glaubensmuster. Es ist notwendig, die eigene Perspektive zu ändern, um solche Illusionen zu durchbrechen. Um das eigene Wohlbefinden zu steigern, ist es entscheidend, die Kontrolle über die eigenen Gedanken zu übernehmen. Durch den Fokus auf das Positive lassen sich negative Erfahrungen mindern und schließlich überwinden. Der Schlüssel zu einem erfüllten Leben liegt darin, negative Gedankenmuster zu erkennen und zu verändern, um Raum für Freude und Zufriedenheit zu schaffen. Deine innere Ausrichtung spielt eine zentrale Rolle. Wenn du es schaffst, in einem Zustand des Wohlbefindens zu verweilen, ziehst du Erfahrungen an, die dein persönliches Glück und deine Zufriedenheit steigern. Vielen Dank fürs Zuschauen.